Und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Let's Play FIFA 15 Ultimate Team. Ihr seht ein Bundesliga-Team, aktuell das Team der Saison der Bundesliga. Ihr wisst, ich produziere mal ein bis zwei Wochen vornherein. Ich denke, das ist eigentlich dahingehend nicht uninteressant. Pack-Openings schaue ich, dass sie rechtzeitig online kommen. Bei diesen Spielen denke ich, ob das jetzt momentan genau noch dieses Turnier ist oder nicht. Ist hoffentlich für euch nicht so schlimm. Ich habe auch hier wieder probiert, ein Team zu bauen, wo Spieler drin sind, die ich noch nie benutzt habe oder schon lange nicht mehr. Auf meinem Hauptaccount, womit ich hier spiele, habe ich leider keine Coins mehr, um mir neue Spiele zu kaufen. Von daher habe ich das nehmen müssen, was übrig ist. Wir gehen mal kurz durch. Benaglio im Tor, Sokrates und Subotic in der Innenverteidigung. Wir haben Jung rechts, Bernhard links. Entschuldigung. Haben Schwegler und Alonso als Sechser, Gündogan trotz ZDM als Offensiven. Da hatte ich nicht mehr. Schürrle, ich weiß, wir hatten ihn schon mal, auch Lever hatten wir schon mal und auch Aubameyang, zwei in einer anderen Position. Bilden wir mit Offensive. Auf der Bank haben wir noch Ramos als Lewandowski-Ersatz, Gustavo als Sechser, den habe ich extra raus, weil ich ihn halt auch schon ein paar Mal benutzt habe. Nastasic für die Innenverteidigung, Müller, Schäfer, Reiner und Hegeler. Lahm und Rutnefs und Pekarek für die Fall der Fälle noch auf der Bank. Es geht im 8-Hell-Finale los. 81er Rating ist am Start vom Gesamtteam. Mal schauen, mit was wir es hier so zu tun bekommen. Gründungsdatum Mai 2014. Auch ein 4-3-3. 83er Rating, brasilianischer Trainer. Interessant. Okay, wir haben Lever, Müller, Reus, Gündogan, Götze, Schweini. Götze habe ich verkauft. Also Benatia, Boateng, Bernat, Piszczek und Trapp. Sehr viel Bayern. Da habe ich mich diesmal extra ein bisschen zurückgehalten. Ne? Auch wenn sicher der ein oder andere Bayern-Spieler drin ist. Ihr wisst auch, ich hätte viel bessere Spieler, die ich nehmen könnte. Aber ja, ich möchte für Abwechslung sorgen. Hab gesagt, mir macht das momentan auch mega Spaß mit dem neuen Teams bauen. Und hoffe, dass wir hier erfolgreich sind und ins Achtelfinale einziehen werden. Bin vor allem ehrlich gesagt wieder recht gespannt, wie sich Lewandowski schlagen wird, den ich mal längere Zeit im Sturm gespielt hatte und dann längere Zeit nicht mehr. Von daher mal schauen, was der so drauf hat. Hier stark abgefangen von Sokrates. Und Lever wollten wir schon schicken. Klar, mit Ramos. Mit Ramos halt schon, mit Aubameyang und Schürrle haben natürlich auch wunderbaren Pace generell in der Offensive. Lever gegen Lever. Gündogan schick mit der Hacke. Bleibt dann aber hängen. Aber auch sein Team macht doch, wie ich finde, einen recht vernünftigen Eindruck. Sodass es je nach Spielerskill am Ende natürlich eine enge Sache werden könnte. Hier Doppelpass mit Lever. Und wir schauen mal. Etwas zu weit vorgelegt. Ja, das klappt nicht mehr. Kartoffelmunch, oder wie auch immer das man ausspricht, also sollte jemand Deutsches sein. Hier stark getackelt mit R1. Gündogan mit dem Fehlpass. Und generell Sokrates und Subotic. Sokrates hatte ich eine Zeit lang mal in einem Team. Subotic noch nie, aber sind beide von den Werten her wirklich recht ordentlich. Waren ja die zwei, die sich eigentlich auch in der Saison bei Dortmund immer abgewechselt haben, während Spiel Hummels war gesetzt. Hier zwar, ich würde sagen, generell war Sokrates eher der, der den Stammplatz Intus hatte oder der den Stammplatz hatte. Subotic, ja, hat aber den Vertrag verlängert. Ich glaube bis 2018, um 3 Jahre, ja genau. So, und schauen wir mal, was wir mit Pacey Aubameyang hinbekommen. Flänkchen in die Mitte, aber die war nichts für Lewandowski. Wer hat hier Götze als Zehner, ja? Ich denke, Gündogan kann man schon auch als Zehner spielen lassen. Ist zwar eher ein bisschen defensiver, aber wenn man eben keinen anderen Zehner hat, dann muss man irgendwas machen. Pässchen in die Mitte, in die Arme von Trapp. Ein Tor Benaglio, den hatte ich während... So, Gündogan, wir schlänzen. Oh, schade. Den hatte ich in meinem Team, als ich ein Low-Budget-Team hatte für die Bundesliga, während dem... nicht Team of the Season, Team of the Year, so heißt es, genau. Ist also auch schon mal ein Weichen her. War eigentlich ganz zufrieden mit ihm. Konnte, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, auch ganz ordentlich abschmeißen. Aber wir schauen mal, wann es denn in dem Spiel zum ersten Abwurf kommt. Im Optimalfall zu gar keinem. Schweini, das Pace-Monster. Hier Sokrates. Wollte ich schon sagen, ganz souverän, aber hat ihn wieder verloren. Flanke in die Mitte. Oh, und der zweite Pfosten ist frei. Aber wir haben Jung am Start. Den nächsten Wolfsburger. Und Lever vertändelt hier den Ball. Ja, hier und da, also man sieht so ein leichter Ballrüberleger, sage ich mal mit R1, kann schon auch effektiv sein. Riskanter Pass, aber ging gerade nochmal so gut. Ich brauche den Kick manchmal. Nein, es ist halt das Problem, Abschläge, bin ich ehrlich, mag ich überhaupt nicht, weil man nie weiß, ob man am Ende den Ball wirklich hat. Man kann sich zwar schon oft den Spieler ausgucken, wo dann die Chancen gut stehen, dass der frei genug war. Und Gündogan startet hier.
Ist auch kein Pace Monster, aber wir haben gegen Boateng den Trick in Boateng hinein. Da wäre ich besser vielleicht anders vorbeigezogen. Nun gut. Hat nie sollen sein. Subotic macht bisher einen guten Job. Und Alonso. Auch kein Pace-Ungeheuer. Schwegler. Von Hoffenheim. Eigentlich auch eine gute Saison gespielt. Einige Tore gemacht. Auch ein paar Freistoßtore. Hier durchgesteckt. Gündogan sehr offensiv. Und Lever. Mal wieder zu früh Kreis gedrückt. Da muss ich wirklich arbeiten an meinem Kreistiming. So, und jetzt haben wir... Oh, der war sau wichtig von Jung. Da wäre sonst Reus ganz frei gewesen. Ah, diese kurzen Pässe, manchmal in den Rücken, die sind alles andere als optimal. Und nehmen zum einen den Schwung aus dem Spiel. Und zum anderen, ja, kommen sie dann teilweise auch gar nicht an. Ja, und er ist ja doch so ein kleiner Trickser, so ein bisschen... Ich würde jetzt noch nicht sagen, mega effektiv oder dass er mich hier nahezu platt macht. Aber so, wir probieren es mit dem Flügel. Mit André Schürrle, der nächste Wolfsburger, der ja auch jetzt in der Rückrunde nicht so richtig eingeschlagen hatte. Aber meinte jetzt in der neuen Saison, will er so richtig anpacken. Gut, ich sag ganz, seine Ausgangssituation hat sich wenig geändert, auch bei Chelsea. War er kein Stammspieler, das war er auch nicht bei Wolfsburg. Hatte er sich sicher anders vorgestellt, aber ich denke, Wolfsburg hat hier als Zweiter abgeschlossen, hat den DFB-Pokal deutlich gewonnen. Ich habe das Spiel nicht angeschaut, aber ja, De Bruyne mit überragender Saison. Und der Pass sollte zu Lever. Probier es jetzt nochmal. Ah, schade. Boateng räumt da hinten ordentlich ab. Und wieder Gündogan. Stecken wir durch. Ah, das war schön. So, vielleicht der Ansporn für André Schürrle, das auch in der nächsten Saison zu machen. Ich finde ihn eigentlich ganz sympathisch. Gündogan steckt hier wunderbar durch. Und Direktabnahme von André Schürrle mit seinem starken Rechten. Zur 37. Minute. Und ja, vom Gegner her haben wir hier schon wieder jemanden, der durchsprintet. Oh Gott! Danke, Diego Benaglio. Das wäre es ja schon wieder gewesen, jetzt den direkten Ausgleich durchsprinten. Gott sei Dank nicht. Und jetzt erstmal raus, das Ding. So, Lever, der kann den Ball schön behaupten. Schlegler, pace-technisch, glaube ich, 68 hat er gehabt. Ich habe mir natürlich vorher angeschaut. Hätte da auch langweilig eben Schweini oder Lahm oder so hinpacken können. Aber wollte eben... Ja, ein bisschen, wow, abgefälscht. Wollte ein bisschen variieren und es macht wirklich Spaß. Also ich kann es euch empfehlen. Dadurch, also ich habe ja wirklich sehr, sehr viel verzogen während meinen Streams, wo mir auch netterweise oft Leute was gespendet haben, was jetzt ja gar nicht mehr so leicht geht, aufgrund der Preisspannen. So, jetzt, Lever, wir lupfen mal. Robert Lewandowski, muah! Lupfen, ein interessantes Thema. Hat die letzten Spiele, ich habe ein paar Mal so selber einfach das Online-Turnier gespielt, also das normale, den Championship Cup, viele gegen mich gemacht und ich habe gemerkt, wie effektiv die Lupfer eigentlich wieder sind. Oder wie effektiv sie sind. Ich habe sie ehrlich gesagt nie benutzt in diesem Teil. Und man sieht es hier mit Lewandowski. Läuft. Und so ein 2-0 vor der Halbzeit ist natürlich netter als ein 1-0. Ein perfekter Zeitpunkt, wirklich kurz vor der Halbzeit. Dann machen wir in der zweiten genauso weiter. Dann sollte es doch Einzug ins Viertelfinale bedeuten. Ich hoffe es zumindest. So, und wir wechseln mal die Seite. Alles ein bisschen eng. Hier schaut es entspannter aus. Und schicken Aubameyang. Ah, Leichtigkeit. Und die Flanke auf Lever in den Rückraum. Kopfball. Wieder schlechtes Timing. Wann drückt ihr den Kreis? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare rein. Wie weit ist dann der Ball von eurem Spieler weg? Stellungsspiel, klar, man kann schon ein bisschen arbeiten. 57% Ballbesitz, 1% weniger Passgenauigkeit und einen Schuss weniger. Und trotzdem 4x2-0. Zwei Schüsse, zwei Tore. Das nenne ich Effektivität. So, weiter geht's. Zweite Halbzeit. Team spielt sich ganz gut, muss ich sagen. Klar, den einen oder anderen Spieler kenne ich eben auch schon. Im Normalfall würde ich ganz klar zum Beispiel eher den Gustavo anstatt den Schwegler nehmen. Aber da ich Schwegler einfach noch nie gespielt habe, dachte ich mir, jo, packen wir auch den ins Team rein. Und es ist ja nicht so, dass er hier einen mega Fauxpas hatte, der alles zerstört hat. Von daher gibt es da jetzt auch noch keinen Grund, ihn auszumustern. So, Lewandowski. Vom Ball getrennt. Und das Bällchen läuft eigentlich ganz gut. So, Jung überlaufen von Reus. Und doppelte Dortmund-Innenverteidigung. Sollten noch die Tricks kennen, aber Jung kommt nach. Und bügelt seinen Fehler aus. Sehr schön. Das sieht aus wie Training. Perfekt. Lewandowski.
So, und hier läuft der Ball. Aubameyang gegen Bernatz. Ist vorbei. Schauen wieder. Oh. Ebenfalls gerade jung gelobt. Bernat hat es genauso gemacht. War schon vorbei, der gute Aubameyang. Aber er kam dann eben nochmal und hat ausgeholfen. Und das war hoffentlich abseits. Ja, Glück gehabt. Ich sag mal beabsichtigt rausgelaufen. So, wo spielen wir es hin? Den machen wir lange auf Aubameyang. So, und da haben wir ihn. Ja, bei dem ist es wirklich so... Boah, Boateng ganz stark. Er kann halt schnell laufen. Aber irgendwie, also der Second Info, den ich ja eigentlich in meinem Bundesliga-Team habe, ist dahingehend sicher ein bisschen interessanter mit verbesserten Statistiken. Aber man merkt einfach, ja, ihm fehlt ein bisschen der Skill. Auch hier bei dem Flügel Aubameyang ist es am meisten das Problem, dass er wirklich Probleme hat, den Ball schnell und zügig anzunehmen. Und das, oder ihn generell zu kontrollieren. Und ja, das nimmt dann natürlich Tempo aus dem Spiel. Und jetzt muss Jung hier... Da hat er einen Passmoment verpasst. Und ich dann Gott sei Dank den Ball zurückerobert. Und Gündogan, böser Fehlpass. So, und Chile mit Platz. Was macht der Keeper? Wir schieben vorbei. Komm jetzt. Oh, den wollte ich ganz schön machen. Hätte ich vielleicht ohne R1. Ich wollte ihn einfach vorbeischlenzen. Wollte. Die Betonung liegt auf Wollte. So, und Gündogan. Mit L2. Schwacher Linker. Schade. Das 3-0 liegt in der Luft. So, und Bernat bei mir hier auch am Start. Musste eigentlich noch gar nicht so viel machen. Jung ist da mehr gefordert gegen Reus. Und den Ball bekommt er nicht mehr. Marco Reus mit der Vertragsverlängerung. Ja, die, wie ich ehrlich zugeben musste, während der Saison, für mich doch eine Überraschung war. Ich denke, halt ganz klar wurde ein bisschen aufpoliert. Also ist Geld auch nicht ganz uninteressant. Für wen ist Geld schon uninteressant? Aber die Vereins- und Heimatliebe dann doch sehr wichtig. Also auch wenn sie diese Saison keine Champions League haben, hat er trotzdem gesagt, okay, ich bleib. Und ich denke, das ist schon ein gutes Zeichen. Flanke auf Lever und den knallt der rein. Lewandowski. Vielleicht sollte ich ihn doch mal wieder für Aubameyang in mein eigentliches Bundesliga-Team tun. Hier mit dem zweiten Tor im Spiel. Und Schürrle mit einem Assist. Ja, da gibt es wenig zu halten. Und da kann auch ein Boateng nur hinterher schauen. Das schaut gut aus, Jungs. Riecht doch jetzt mittlerweile gewaltig nach Viertelfinale. So, Gündogan stark. Und Lever kriegt ihr nicht, sondern Aubameyang. Sollte eigentlich woanders hin. Apropos Lever, auf der anderen Seite. Aber der Pass war ungefährlich. Ne, der Gegner an und für sich ist nicht schlecht. Lässt den Ball auch gut laufen. Aber ich scheine dann doch in der einen oder anderen Situation, ja, eine Nuance besser zu sein. Bisschen Glück, klar, kommt auch dazu. Aber 3-0, denke ich, lässt sich schon sehen. Gut, bin jetzt auch FIFA-Spieler seit eben 08 auf der PlayStation. Wäre ja traurig, wenn da gar nichts hängen bleibt. Und das FIFA mit Abstand wirklich, gerade durch die Streams und auch die Videos, das, was ich am meisten gespielt habe, nach 2012. Wieder mal ein Jahr von mir. Und ich hoffe natürlich auch, dass es im nächsten Jahr genauso weitergeht. Also habe da doch vor, wenn da von eurer Seite natürlich Interesse besteht, auch FIFA 16 zu 99%, wenn dann Ultimate Team, wenn es das denn noch gibt, den Modus. Aber da EA damit gut Kohle scheffelt, glaube ich kaum, dass sie den abschaffen werden. Ja, da auch wieder Let's Plays zu machen, Pack Openings und und. Also könnt ihr mir ja gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr in der nächsten Saison, auch wenn es noch ein bisschen hin ist, wieder mit dabei werdet bei einer FIFA 16 Let's Play Reihe. Mir macht es wirklich sehr viel Spaß. Es verbindet einfach zwei Hobbys von mir, das Video machen und das FIFA spielen. Und ja, warum dann nicht zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen? Und euch gleichzeitig ein bisschen Spaß bereiten. Jetzt hier nochmal aufpassen. Reus über den Flügel. Schön gemacht. Das war richtig schön gemacht. Da hat er mit dem rechten Stick ein bisschen gearbeitet. Nichts Besonderes. Ganz entspannt. Und dennoch war es sehr, sehr effektiv. Schön gemacht. Den darf er sich auch gerade nochmal anschauen. Zweimal rübergelegt. Und dann vorbeigeschoben, das Ding. Mal schauen, ob wir noch als Kontra auch noch ein Türchen hinbekommen. So, und Gündogan, Direktabnahme. Mit links, schade, hätte ich vielleicht nochmal kurz annehmen sollen. Von Alonso, geil gesehen, wir sehen nur, dass er mega leer gesprintet ist. Schlenzer mit Schille. Bisschen hoch angesetzt, schade, André. Das wäre das auch sein Doppelpack gewesen. Paraden hatte Trapp 6, Benaglio nur eine. Also auch das spricht für mich.
Mario Götze. Und ich muss die ganze Zeit aufpassen. Ich habe hier Angst. Ich hoffe, das kommt nicht so rüber. Ich würde mal behaupten, nein, dass ich hier nicht arrogant wirke. Das ist wirklich alles andere als mein Ziel. Alter! Jetzt wird's nochmal eng. Jetzt wechseln wir Alonso aus. Jetzt bringen wir Gustavo. Jetzt müssen meine Sechse ausgetauscht werden. Nicht, dass das hier nochmal anbrennt. Alonso wirklich komplett leer. Und dann komm, machen wir Hegeler für Schwegler. Und Gündogan ist auch leer. Da machen wir Müller rein. So, Dreierwechsel. Also abschreiben würde hier noch niemand. So, frische Power im Mittelfeld. Sebastian Jung. Wo ich sage, dass es gerade etwas gehapert hat. Immer diese Hackenpässe, wie ich sie hasse. Die Atmosphäre ist aufgeheizt. Das könnte jetzt auch wirklich die Schlüsselphase für die Heimmannschaft. Gustavo aus der Aktion souverän. Das war ein schlechter Pass. Oh, Bernat. Schnell genug. Schön gemacht. Müller mit einem eleganten Pass. Passt gar nicht so zu ihm. Und nochmal Schürrle. Jetzt André. Knips es. Den Ball ein bisschen blöd geführt. Ich weiß nicht, ob ihr es gerade gesehen habt. Daher ein bisschen Tempo verloren. Und schön gemacht von Jung. Und das hätte natürlich jetzt den Deckel. Wieso habe ich es denn unnötig nochmal spannend gemacht? Ich verstehe es nicht. Oh, der war wichtig von Bernat. Wir schicken Lever, aber der hat natürlich mit Boateng. Aber gewinnt das Kopfballduell, sehr schön. Und jetzt nochmal Schürrle gegen Piszczek. Der hier auch easy wegcheckt. Zu easy für meinen Geschmack. Und Bernat, knie dich rein, Junge. Klasse. Ja! Am Ende nochmal spannender als gewollt. Aber der Einzug ins Viertelfinale ist perfekt. Mit einem 3-2. Gut, 3-2. Vielleicht auch verdienter. Wir schauen uns gleich mal nochmal auf die Statistiken drauf. Was die so ausspucken. Ja, am Ende habe ich mich dann doch vielleicht ungewollt etwas zu arrogant gezeigt. Also auch in dem, wie ich gesprochen habe. 79. und 85. hat das nochmal spannend gemacht. Gott sei Dank nicht zu spannend. Und wir schauen mal, was die Statistiken sagen. 6:5 Schüsse für ihn. Er hatte weniger Ballbesitz und Passgenauigkeit war ich besser. Also ich denke vielleicht so 3-2 sieht für beide Seiten besser aus. Zumindest seine als ein 3-0. Yo, Achtelfinale ist rum. Heißt, das nächste Mal geht es weiter mit dem Viertelfinale. Ich hoffe, wir schaffen es diesmal mit Bundesliga Team of the Season ins Finale. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn dem so ist, lasst doch gerne einen Daumen hoch da. Und wir sehen uns dann bei der nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.